So, wir sollten vielleicht den normalen Weg nehmen. Kaya, wenn du keine Ahnung von Hexern hast, dann einfach... Kämpfen ist unsere heilige Tradition. Hm? Das Schweigen. Blut, das in dieser Arena vergossen wird, bezeugt die Stärke des Blatts. Ist manchmal besser. Der heutige Sieger ist der neue Meister. Doch ein Held ist bereits, wer sich dem Kampf stellt. Scheiße. Ganz schön pelzig. Dieser Gestank. Das ist ja nur von. Ich hab wohl mehr Ahnung als du, ne? Ich spiele das ja schon seit mehreren Stunden. Und du? Ach, stimmt, gar nicht. Also, ne? Ganz leise. Du hast Olaf besiegt. Nackiger Kampf. Gibt es noch jemanden, gegen den ich kämpfen kann? Du hast alle Kämpfer in Skellige besiegt. Damit bist du der Meister der Inseln. Du kannst stolz auf dich sein, mein Freund. Das ist vorne so Mobbel. Oh ja. Aber das mache ich, ganz ehrlich, das mache ich mit Fotosank ja auch beobachtet. Durchgehend. Du hast großes Potenzial. Kannst du dir vorstellen, Amateurkämpfer abzulegen? Wobei, Fotos und ich, wir mögen uns. Als Profikämpfer anzutreten vielleicht? Was dich angeht. Boah. Bist wie so ein... Ja. Diese Käfer, die ganze Zeit Mist vor sich herrollen, weißt du? Nein! Quatsch. Ich freue mich schon aufs Wochenende. Dann sehe ich dich auch endlich mal nach 10 Jahren? 11 Jahren? Wie oft hatten wir das geplant und es fand nie statt? Ich kann gut einstecken. Ich auch. Glaub mir, ich auch. war das Gerard oder ein Harry? Dafür ist wirklich spannend, dass das persönliche Wahnsinn. Hier, also auch die Zuschauer sind dem Boot mitgefahren und haben es kaputt gemacht. Ich ist mir die Biste. Oh Mann. Ich kann es auf jeden Fall versuchen. Sehr gut. Auf der Insel Speaker Rock gibt es eine Arena. Speaker Rock? Dort kämpft der Meister der Meister. Ich lasse Ihnen ausrichten, dass du auf dem Weg bist, um ihn herauszufordern. Leb wohl. Kaya, bald mache ich das so. Ich setze den Namen ID, setze ich auf die Blacklist. Er kriegt dafür ein Timeout. Lassen wir uns. Wobei, geht das, wenn du Mod bist? Ich glaube nicht. Ich glaube, als. So, ich kann dir nur einen Timeout versetzen, wenn ich das selber manuell mache. Ich meine, wenn du mich so nennst, dann darf ich auch über deinen Stuhlgang reden. Nicht wahr, Kaya-Leinchen? dann können wir uns gern darüber unterhalten, wie lange du auf dem Klo sitzt und wie die Konsistenz ist und so weiter und so fort, oder? Also ich meine nur so rein hypothetisch gesehen. Hab doch... Ah, jetzt. Jetzt ist wieder eklig. Ja, selbst schuld, ne? Selbst schuld. Wer nicht hören will, der muss halt fühlen. So, die Dinger hier auf der Insel nehmen wir noch mit. Hier ist es nicht weit. The Forest. The Forest ist auch cool. Aber Forest möchte ich eigentlich gerne mit, also zu zweit spielen. Ha, ich weiß, wen ich dazu nötigen kann. Kaya wird dazu genötigt, The Forest mit mir zu spielen. Und Kaya hat gar keine Wahl. Ha.
warte schon auf die böse Antwort, die ich gleich kriege. Das läuft bei mir nicht. Nicht? Hilft nicht? Du brauchst einen besseren PC. Oder meinst du im Sinne von, das kommt dir nicht in den Kram? Weil dann hast du wirklich keine Wahl. Das hast du nämlich bei Herr der Ringe auch gesagt. Und bei Lego. Und bei Fiesta. Und bei Widget. Und bei Golfit. Und bei Scribble-It. Das hast du so oft schon gesagt. Müssen wir nachgucken. Kannst du auf jeden Fall mal machen. Wenn es bei dir laufen sollte, wäre das cool. Also natürlich jetzt nur nicht für jetzt, aber vielleicht so für irgendwann mal. Bei Forest wäre halt schon geil, aber ich glaube, das macht halt nur Goku Block zu zweit. Ich hätte das ja... Oh Gott. Ein oder zwei Jahren mit einem damaligen Schulkameraden mal gespielt. War ganz cool. Nur der Typ, mit dem ich es halt gespielt hatte, war auf Dauer sehr anstrengend. Weil die Person neigte dazu, sich, wenn man zusammen gezockt hat, komplett also jedes Mal besoffen zu sein. Wo ich mir dann auch gedacht habe, so, ja, musst du dich eigentlich immer abschießen, wenn man zusammen zocken will? Ist das so wichtig, dass man dann jedes Mal betrunken ist? Oh, ich meine, okay, kann ja was trinken nebenbei, aber muss man jedes Mal Hacke sein? Wir sind der Herrscher der Welt! Nein, ich ahne, ich fall hier runter. Ich werde hier so hardcore runterfallen. Nein! Okay, ich wurde runtergeschubst. Das zählt nicht. Ich wurde runtergeschubst. Naja. Das ist viel übergreifend. Bärchen und nichts passiert ist. Ich schalte nachher auch noch rein. Okay. Bis 2018 dachte ich, das wäre aktuell. Nee, aktuell ist es nicht. Oh, Kai und ich sind doch ein cooles Team, oder? Also ich finde, Kai und ich, das passt doch. So, komme ich jetzt hier in diese Klasse. Freut mich zu hören. Da kommen wir wieder an Land. Bist du meine Mutter? Ja. Lass das mal die Mama machen. Mama, mach das gut. Ich hoffe, jetzt fallen wir nicht irgendwo runter. Wo ist der denn da? Da bist du hässlich. Ich weiß. Das sagt man mir oft. Warum ist meine Armbrustplatte nicht mehr ausgerüstet? Er meint doch gar nicht dich. Ich glaube eher, er meint mich. So.
So. Gott, ich will so gerne die Hauptstory weitermachen. Aber er kennt dich doch gar nicht. Klar, ich spiele ihn doch schon seit Ewigkeiten. Seit Teil 1 bin ich mit Geralt zusammen. Der kommt von innen. Ja, nicht ganz unrecht. Aber da bin ich ja potthässlich. Okay, wir müssen außen rum. Wäre auch zu schön gewesen. Geht doch hier lang, oder? Ja. Sehr gut. Komm ich da rüber? Wahrscheinlich. Ja, nee. Okay, also noch weiter. Noch weiter außenrum. So sollte man auch direkt rüberkommen. Oh Gott, das überlebe ich doch nicht. Wie habe ich das denn geschafft? Wir waren schon in Breland, oder? Ja, also sind gerade in Breland. Wieso? Eine alte Burg. Ach so. Da sind die uncoolen Typen. Wieso hier die in der Burg? Ja, stimmt. Da kommen wir hier wieder hoch. Wenn Geralt da hochspringt. Aber Geralt möchte da nicht hoch. Okay, hier kommen wir nicht mehr hoch. Uncool. Ich
Geralt. Wieso läufst du eigentlich nicht mehr richtig? Du kommst da nicht hoch, wenn du dann ganz normal lang gehst. Jetzt muss ich da auch noch einen halben Jump'n'Run ausmachen. Jetzt. Wieso tust du nicht einmal das, was man dir sagt? Wäre doch viel schöner. Ich wollte gerade sagen, jetzt öffne aber auch bitte das Tor. Hm, aber das ist noch nicht der Ort, wo wir hin sollten. Ganz woanders hin. Grüne Neuner. Okay. Eine Hütte, um mal kurz zu rasten. Brauchen wir nicht. Wir wollen weiter den Berg hinauf. Das Schlimmste ist, dass wir den noch wieder hinunter müssen. Wieso? Find du den Weg? Hä? Meine Orientierung wäre für den Arsch, wenn ich mich jetzt mal verlaufen würde. Aber ich falle einfach nur irgendwo runter. Weil Geralt zu blöd ist, sich mal irgendwo festzuhalten. Wenn man schon einmal springt. Das ist die Tomb Raider. Das ist eigentlich ganz cool. Nur die Steuerung ist jetzt ein bisschen... Bäh. Nee, du esst das irgendwie... Naja, guck. Ja, ich weiß aber, wo ich hin muss. Das hat nichts mit Orientierung zu tun. Vielleicht... Well. Ne? Wenn ich mich verlaufen würde. Dann können, dann würde ich das unterschreiben. Ich hab mich nicht verlaufen. Weil das ja nichts mit meiner Orientierung zu tun hat, sondern mit der Umgebung, in der ich mich befinde. Zwei grundlegend verschiedene Sachen. Da war ich schon schön gesprochen. Fertig. Auch so Sachen wie bei Tomb Raider gehen eigentlich. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich gerne Tomb Raider spiele. Was mir eher auf den Keks geht, sind diese fliegenden Viecher. Die rauben mir eher meinen letzten Nerv. Weil die abgrundtief beschissen sind. Was in Kraftsburg passiert ist. Haben sie dich schwer verletzt? Mir geht es gut. Denen habe ich's gezeigt, was? Du?
Und ob? Wo hast du das Schießen gelernt? Ha, das wirst du nicht glauben. Genau hier auf der Weide. Die Bestien von Undwig kommen, um unsere Schafe zu stehlen. Da müssen wir irgendwie zurechtkommen. Doch genug geschwatzt. Mein Bruder wartet. Danke für deine Hilfe, Fremder. Mögen deine Götter dir Gesundheit schenken. Wie, wohin willst du? Echt? Mhm. Wir haben auf jeden Fall zurzeit den ersten der neuen Tomb Raider Teile noch am Laufen. Und ich muss sagen, ich spiele Tomb Raider echt gerne. Aber ist ja auch Geschmackssache. Wie gesagt, wäre schlimm, wenn jeder das gleiche mögen würde. Jeder hängt schon wieder in irgendeiner Messerspalte fest. Ich hasse diese Viecher. Ihr seid das allerletzte, ihr seid Dreck in meinen Augen. Also das ist der einzige Grund, warum ich froh bin, wenn wir von der Skellige Insel weg sind. Weil ich keinen Bock mehr auf die Viecher habe. Die nerven so. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da ganz hinten müssen wir. Ich hätte ja gerne eine Fackel gehalten. Das kommt jetzt eben schon wieder ein. Reinstalliert. Oh je. Ja, dann weiß ich ja, was du dir wahrscheinlich im Stream nicht angucken wirst. Du da bist. Wie sieht's aus? Hilfst du dem alten Nidas bei der Suche nach der schwarzen Perle für seine Frau? Und wie gesagt, ich finde es eigentlich auch ganz cool. Die Feuchtigkeit ist schlecht für zumindest den ersten. Die anderen beiden Teile kenne ich halt nicht. Und die ganz alten halt auch nicht. Brechen wir auf. Deinen Knochen wird es nicht gefallen, aber an Land finden wir keine Perlen. Stimmt. Aber ich habe im Krieg Schlimmeres überlebt. Bei Rossrock haben wir bis zur Hüfte im Schlamm gekämpft und ist auch egal. Die Geschichte bedeutet der Jugend nichts mehr. Komm, die Perlengründe sind nicht weit. Für einen Mann deines Alters ist dein Gang ziemlich flott. Du hättest mich früher sehen sollen. 30 Meilen am Tag in voller Montur. Also ich kann es halt nicht sagen, ob ich die Alten gut finde oder nicht. Ich möchte sie auf jeden Fall mal spielen. Das steht auf jeden Fall fest. Und die neuen halt auch. Ja, so, jetzt habe ich hier einmal das gestohlene Horn. Ich habe gesagt, du wirst dein Schwert nicht. Du ziehst dein Schwert nicht. So. Hochspringen und balancieren nicht. Also Spaß werde ich, denke ich, mal haben. Ich weiß halt nur noch nicht, wann
wann, wie, wo ich dann weiter spiele. Wo war denn jetzt das komische Ding hier mit der Perle? Was ist denn jetzt? Da! Da ist die schwarze Perle. Also, die Quest. Ja, stimmt. Quest Bandicoot. Das ist für mich jetzt... Ja. Ist auch nicht so mein Spiel. Muss ich auch noch weiter spielen, aber ich... Ja, ich finde es einfach grauenvoll. Liegt aber auch daran, dass ich einfach mit der Steuerung nicht klarkomme. Ich bin einfach nur schlecht in der Art vom Spiel. Ich habe ja die Hoffnung, dass der zweite, dritte besser wird, aber... Ich gehe immer nicht davon aus. Wenn man hier taucht, soll man überall Austernbeete sehen können. Das Problem ist nur, dass nicht alle Perlen enthalten. Und die schwarzen sind selten. Aber wenn du lange genug suchst, findest du eine. Ach, ich soll das Tauchen übernehmen? Nun, ich war mein Leben lang bei der Infanterie. Das Wasser ist nie gespielt. Und meine Lungen sind auch nicht mehr so kräftig. Also, ja. Der Kunde hat immer recht. Auf sowas können nur Skelette kommen. Ich liebe es. Ja, vielleicht spielt das irgendwann auch mal. Hier. Wir müssen jetzt einmal auftauchen. Wegen Sauerstoff. Sonst sind wir gleich mausetot. Oh Gott. Minimal knapp. Nur normale Perlen. Einmal wieder nach oben. Gerald! Wie oft soll ich noch Leertaste und Alt drücken? Ich weiß aber auch nie, was man ihm sagt. Also den Stil von Crash finde ich halt schon cool. Aber ich bin halt einfach grottenschlecht in dem Spiel. Das ist halt eher das Problem. Sind noch welche.
Also wenn ich weiß, die schwarze Perle bin, dann weiß ich nicht mehr, wo ich suchen muss. Aber man sieht auch nichts. Da hinten. Schaffe ich nicht mehr. Gerade noch rechtzeitig. Vor allem die Hexer sind, da bringen wir unten einfach gar nichts. Da ist was. Wird aber auch nichts drin sein. Doch! Oh Gott sei Dank, endlich! Gehabt. Oh nee, jetzt wird er da auch noch angegriffen. Pass auf, jetzt kommen wir gleich zu spät und er ist tot. War klar. Ja, ist klar. Verdammt, das Spritzen muss sie angelockt haben. Alles in Ordnung? Bin an einigen Stellen verletzt. Aber wenn ich Sodden überlebt habe, überlebe ich auch das. Hattest du Glück? Eine schwarze Perle, wie gewünscht. Wunderschön. Der war es wieder, ja. Selten, wie meine Letter. Nun, wie Marschall Nathalie sagen würde, du hast dir eine Medaille verdient. Oder eine Woche im Bordell. Münzen reichen mir vollkommen. Oh, ja. Hör zu, es ist mir schrecklich peinlich, aber... Ja, klar. Nun, ich habe keine Münzen dabei. Versuch nicht, mich zu hintergehen. Um mir den Zorn eines Hexers zuzuziehen? Ich bin alt, aber nicht dumm. Wir treffen uns in Novigrad. Ich bezahle dich bis auf den letzten Heller. Fußsoldaten, Ehrenwort. Also die Quest mache ich sowieso. Wie gesagt, bei mir ist halt einfach nur das Problem, ich weiß nicht, wie nah ich am Ende bin. Das ist halt mein Problem. Deswegen möchte ich halt diese... Na gut, bis auf die Gwent-Quests. Die möchte ich halt natürlich nicht machen. Aber ich möchte euch ja auch so ein bisschen einbeziehen. Weil ich kenne es halt bei mir, wenn man halt wirklich immer nur stur alles abklappert, ist das auch langweilig. Und das kann man nun mal nicht anders sagen. Es ist langweilig. So, ich meine, was ist da so toll, jemandem dabei zuzusehen, wie er jeden einzelnen Schatz kapert. Der auch noch markiert ist. Den man noch nicht mal suchen muss. Er ist einfach sichtbar. Ist eigentlich nicht so sonderlich spannend. Warte, wo ist das? Ist hier noch? Ja, ist da hinten. Schnappen wir uns das Boot da hinten? Oh, ich fühle mich nicht so, dass ich rede. Das denn? Erfahrungspunkt einer. Ernsthaft. Ein Erfahrungspunkt. Das ist doch nicht... Nee, war aber. Mach den fertig! Komm ihn zu bei! Auge um Auge. Dein Mutter hat dich rausgeschickt. Jetzt hol dich das Grab zum. Das sind aber keine guten Piraten, würde ich sagen.
Bei diesem Spiel habe ich es tatsächlich gar nicht so, dass ich halt den Zusammenhang verliere. Gut, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich es halt wirklich in einem Stück spiele. Deswegen ist das für mich ein anderer Eindruck als welche, die halt nicht so oft reinschauen. Weil ich zum Beispiel finde das halt langweilig, wenn das die ganze, wenn man die ganze Zeit nur diese ganzen Nebensachen macht. Wobei ich halt auch die Hauptquest nicht aus den Augen verliere. Also ich weiß immer noch, was wir wann, wie, wo machen. Ich weiß noch, wann wir das letzte Mal, im Gefängnis waren oder sonstiges. Merke ich mir tatsächlich. Ein relativ gutes Gedächtnis für sowas. Wo ich jetzt Probleme hätte, wäre bei Skyrim. Aber da fand ich die Hauptquest auch nicht so. Also klar, ist schon irgendwo spannend, aber ich mag das Spiel auch sehr. Aber ohne Extras ist es halt langweilig, das Spiel. Auf Dauer. Hier weniger. Und da ist halt das Ganze rumgesammelt für Items, die man eigentlich gar nicht benötigt. Dann siehe mein volles Inventar. Eigentlich zwecklos. Denke ich. Und ich finde es besser, wenn ich euch damit einbeziehe, euch frage, als wenn ich das einfach stur durchziehe. Wie es viele andere machen. Wahrscheinlich nicht. So, gerade sieht es gut aus. Ja, wir kommen hier hin. So. Also. Wo gibt es die Belohnung? Ach, okay. Ja, okay, wir müssen nach Novigrad dafür. Das macht man da oben. Dann heißt einmal nach Svorlak. Jahre später. Ja, das seh ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen anders. Weil das, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, Spiele wie Life is Strange oder sowas spielen würde, wenn ich da auch mit andere halt mit einbeziehe, oder das halt möchte, dann ist das doch in Ordnung. Ich meine, ich spiele hauptsächlich ja sowieso, wie ich das möchte, aber wenn ich euch mit einbeziehen möchte, dann ist das auch erlaubt. Dann ist das auch wünschenswert. Weil das möchte ich ja in anderen Streams auch. Rein theoretisch. Aber sieht halt jeder anders. Ich möchte halt für mich zwar selber das Spiel spielen, das größtenteils auch so spielen, wie ich möchte. Aber ich möchte halt auch einen kleinen Teil
andere dazu bringen, sich halt einzubringen. Und das ist nichts Verkehrtes und auch nicht verwerflich. Wäre ja langweilig, wenn man jemandem einfach nur stumpf zusieht. Finde ich halt langweilig. Ich finde es halt cool, wenn man halt mit dem Streamer selber auch interagieren kann, sagen kann, so, hier, das und das wäre doch eine coole Idee oder ne, so und so könnte man das machen. Ist so gut. Da freue ich mich auch, wenn einfach nur gut. Dann würde ich eure Meinung dazu nicht wissen wollen, dann würde ich euch gar nicht erst fragen. Dann würde ich einfach blind drauf losspielen und das wäre mir scheißegal. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Es wird zwar Spiele geben, wo es so ist, aber die sind dann halt auch meistens linear. Da kann man dann halt auch nicht sagen, so, ne? Mach das so und so, sondern da geht halt nur ein Weg. Hier gehen gefühlt 1000 Wege. Wo muss ich eigentlich hin? Ah. Komm schon, komm näher. Keine Angst, du wirst sicher gewinnen. Kleinen sollte ich mir lieber mit dem Schatz interagieren können. Ja, und genau das möchte ich ja. Und wenn dann allerdings halt kommt so, nee, mach wie du möchtest, dann sitzt du da halt auch und denkst dir so, ja, aber ich möchte ja auch eure Meinung wissen. Das würde ich ja nicht fragen. Das, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel, worauf ich da hinaus möchte. Ja, wie gesagt, ich möchte euch auch nicht zwingen, aber es ist halt schon, ne, ein gutes Gefühl, wenn man das halt darauf angeht und dann nicht sagt, ja, dass es halt egal ist, dass man das nicht machen braucht. Also ich zwinge da keinen zu, um Gottes Willen. So soll das jetzt auch nicht klingen. Aber ich stelle halt die Möglichkeit bereit, dass man sagen kann, so, wenn du Lust hast, kannst du das und das machen oder versuch doch mal das und das. Es ist ja ein Vorschlag von mir an euch. Genauso wie es ja umgekehrt wäre. Ein Vorschlag von euch an mich. Weiß nicht, ob das. Ich bin aber in der Klärheit richtig schlecht. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt verständlich ausdrücke. Willst du hier um den Meistertitel kämpfen? Mhm. Da musst du wohl warten. Die Arena ist wegen eines gewissen Vorfalls geschlossen. Es müssen Untersuchungen stattfinden und Schlüsse gezogen werden, damit sowas nicht wieder vorkommt. Ich will das Hühnchen da töten. Es zuckt in meinen Fingern. Ich möchte das Hühnchen töten. Aber man darf in diesem Spiel keine Hühnchen töten. Beziehungsweise man kann kein Hühnchen töten. Ich möchte das Hühnchen töten. Das Hühnchen töten. Ich will das Hühnchen töten. Hühnchen. Okay. Genug Hühnchen verfolgt. Ja, also ich verstehe, was du meinst. Aber wie gesagt, ich möchte mich da ja auch so ein bisschen verständlich ausdrücken. Willst du gegen den Geist der Arena kämpfen? Weil ich habe so oder so meinen Spaß am Spiel. Den Unglückswurm gewinnt jeder. Solange man mich halt nicht spoilert, dann natürlich nicht. Geist und ich werde dich besiegen, Geist der Arena und so. Das habe ich schon zu oft gehört. Ich ertrag's nicht mehr. Zieh deine Waffe. Waffe ziehen, aber mach schnell und ohne viel Drama, wenn's geht. Oh,
Du hast es geschafft. Bravo. Ich bin bald wieder zurück. Bis dann. Das war jetzt was? Das war sinnlos. Andere vor mir haben Ulle besiegt und er ist immer wieder zurückgekehrt. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Haben Sie dir den Arsch schon mit Honig eines Gehält? Ja, und was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt machen?